Hallo und herzlich willkommen zu Farmers Dynasty. Mir wurde gerade im Intro gesagt, ich wäre in schlechter Verfassung. Jo, das bin ich in der Tat. Also, dann wollen wir mal ein bisschen Apfelmus essen. Wieso ist denn diese blöde Maus so empfindlich? Ich hoffe, das ist gut so. Ja. Ich habe mir gedacht, wir renovieren heute mal unser Haus. Oder was haltet ihr davon? Ich meine, irgendwann müssen wir ja irgendwo mal anfangen. Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, wartet mal. Wo sind wir? Wir sind hier. Also müsste ja unterhalb von oberhalb müssten wir ja Felder haben. Da frage ich mich nur, wo ist unterhalb? Der Zaun ist auch im Arsch. Mach mal auf. Moment, sehe ich den See auf der Karte? Natürlich nicht, ne? Guck mal, eine Bushaltestelle. Guckt mal hier. Die kann man auch noch benutzen, die Bushaltestelle. Ich fasse es ja nicht. Aber bitte, wo sind denn unsere Felder? Warte mal. Feldinfo. Eigentümer ich. Feldgröße 0,89 Hektar. Gepflügt 100%, kultiviert 100%, gedüngt 0, gesät Weizen 100%, bereit zur Ernte. Was? Was? Dann ist das wo? Wo denn? Wo? Hier. Riebentrieber. Mit dem Riebentrieber. Hier, das sind unsere Felder. Ajo, diese Dinger, die auf der Karte aussehen wie die grüne Lunge. Also nicht wie meine, einfach wie eine grüne Lunge. Was soll da drauf sein? Weizen? Das wollte ich ja gerade sagen. Das ist nämlich Raps. Das ist Weizen. So, ja, nur aber wir haben doch überhaupt keinen Mähdrescher. Also, folgedessen können wir diesen Krempel überhaupt noch gar nicht vom Halm zuppeln. Das geht gar nicht. Lasst uns unser Haus renovieren. Und ich habe immer noch nicht rausbekommen, wo wir eventuell und vielleicht... Hallo. Nein. So. Nein, ja. Wo wir eine Speisekammer haben. Weiß ich nicht. So, erstmal gucken hier. Ist hier irgendwas im Arsch? Was? Na, du. Kann man die Dachrinne? Nee, was wirklich renovierungsbedürftig aussieht, können wir natürlich nicht flicken. Okay, ich denke, das ist nur in Anführungsstrichen. Nee, guckt mal hier. Das müssen wir unbedingt flicken. Okay. Da oben ist noch was, aber da müssen wir ins Haus. So, mal gucken, wartet mal. Ist hier? Da kann man sich da einen Raum nach dem anderen vornehmen. In dem Schrank, ist da was drin? Holla. Hier irgendwo, irgendwas, irgendwie, irgendwann vielleicht. So, die Küche. Ist die reparaturbedürftig? Das ist das, was wir gerade von außen gemacht haben, ganz gemacht haben. Nein. Öffnen, aktivieren. Wieso? Guck mal da, da fällt das Licht durch die Decke. Okay. Na komm. Hallo? Hier. So. Schön das Nageleisen streicheln. Nageleisen. Nagelpistole. Nee. Hier ist auch nichts. Ich meine, ist ja gut, ne? Je weniger kaputt ist, desto weniger müssen wir reparieren.
Eine Steckerdose, guckt mal. Da kann man womöglich auch noch was reinstecken. Ne, weil man hier so viele Dinge machen kann. Und wenn es erstmal die Finger sind, ich meine, ne, spart man sich einen Friseur. Okay, ne, ich ist nicht. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 4:10. Ja, wir müssten dann auch mal pennen gehen, ne? Irgend sowas war das. Alle? Nein. Oh, hier ist mal ein Raum. Guckt mal an, wir haben ein Badezimmer. Was zur Hölle? Das ist eine Mangel. Sowas. Ne? Sowas. Komm schon. Sowas benutzt man doch nicht. Jetzt seid doch mal ehrlich. Na, Gott sei Dank ist kein Spiegel da, damit wir auch nicht sehen, wie wir aussehen. Obwohl, wir wissen ja, wie wir aussehen. Ich finde das so schlimm. Nicht so, 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 so. Das so eben so ist, ne? So. So, wartet. Da waren wir, da waren wir. Jetzt gehen wir mal auf. Da oben ist ein Loch. Oh, hier ist der ganze Fußboden im Arsch. Seid mir mal. Quatsch, Audio nicht hier. Seid mir mal nicht böse, aber ich mach die Musik mal aus. Ich finde die so ein bisschen störend. Nur so ein kleines bisschen, aber. Nee, das muss nicht sein, dass die mir dauernd in die Ohren plärrt, wenn ich irgendwas Tolles gemacht habe. So, was haben wir hier? Wohnzimmer. Mein Neffe hat früher als kleines Kind immer Wohnzimmer gesagt zum Wohnzimmer. So, hier ist nichts. Das können wir auch nicht benutzen. Hier können wir uns auch nicht hinsetzen oder so. Nö. Ey, nicht. So, das ist das Schlafzimmer. Haben wir eigentlich auch einen Dachboden oder sowas? Warte mal, da ist die Terrasse. Okay, aua. Und hier draußen war doch auch, war das nicht hier? Ich glaube, das war das jetzt noch gerade noch gar nicht, aber. Aha, Strom. Danke. Cool. Aber die Sache ist, ne, von hier aus kommen wir jetzt nicht weiter. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir machen uns gleich ans Dach. Huch, 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 bin ich hier noch nicht fertig. Entschuldigung. So. Okay, das. Bisschen, wie weit wir noch dran kommen. Kommen bei. Okay. Ja, aber da kommen wir nicht umhin. Gerüst kann ich hier aufs Dach nicht stellen, ne? Gut, dann würde ich sagen, stell mir hier ein Gerüst hin. Ja, das reicht bis oben hin. So, dann gehen wir. Ja, gehen wir mal hoch. Ja. Dann machen wir das von. Aha, guckt mal, da steht eine alte Kiste auf dem Dachboden. Aber wie kommen wir denn auf den Dachboden? Ach, hier ist eine Dachbodenklappe. Da müssen wir doch mal von drinnen gucken. Würde mich mal voll interessieren, ob man da hochgehen kann. Wer weiß, vielleicht ist in der Kiste noch ein ganz anderes Erbe von unserem Großvater. Okay, das Dach hat auch schon bessere Tage gesehen.
Ich habe nur geguckt, ob ich die Aufnahme gedrückt habe. Ist ewig dasselbe. Und ich sitze immer irgendwie, im Moment habe ich unglaubliche Probleme mit der Sitzposition und meiner Kamera und weiß nicht. Manu. So. Gut, alles gefixt. Alles gefixt. Darinne brauchen wir nicht zu fixen. Was ist denn da? War da schon der erste Kogel? Alles klar, Vogel aufs Dach gekackt. Gut, Moment mal. Die Bodenklappe war da hinten. Was? Okay. Vielleicht die ollen Türen hier auch zum Reparieren? Warum denn nur die Terrassentür? Hier. Hier. Guckt mal. Erst wird repariert. Und dann gucke ich, ob was in dieser Kiste drin ist. Ob wir die in irgendeiner Form aufmachen können oder so. So, ist hier noch irgendwas, was repariert werden muss? Schatztruhe öffnen? Nee, das mache ich eben noch nicht. Was? Hallo? Dance, baby, dance! Da. Gut, dann ist jetzt hier der Dachboden auch. 3, 2, 1. Meins! Fünf Bier. Und dann noch alkoholfrei. Kann ich das bitte? Ach so. Fünf. Her damit. So, und was war das jetzt hier? Fisch in Tomatensoße. Und das ist italienische Tomatensoße. Okay, gut. Eine wunderbare Schatztruhe. Das muss ich, das, ne? Das kann man so gar nicht anders sagen. Brett wieder dicht. So. Haben wir jetzt alles geflickt? Vielleicht hier das Treppengelände noch. Fenster scheinen ja in Ordnung zu sein. Treppe ist in Ordnung. Hier noch irgendwas zum Reparieren in irgendeiner Form. Boah, kann ich hier mal eine Abrissbirne reinjagen? Gut, wenn das Haus jetzt renoviert ist. Ist das jetzt euer Ernst? Das Haus ist durch. Trotzdem sieht das noch nach Baustelle aus, oder? Das sieht doch voll nach Baustelle aus, das Teil. Das hier renovieren, reparieren. Aber die Winkel, ne? Nagelneu, wie aus dem Laden. Ich kann mich hier hinsetzen. Ah ja. Okay. Ja. Nee, du sollst reparieren. Wenn wir schon fertig mit der Bereifung sind, dann können wir auch ruhig noch ein bisschen reparieren. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. So, dann machen wir Ofen an. Was ist das hier eigentlich? Ah, die Werkstatt nehme ich an. Was? Ach so, ja, nee, da war mit Sicherheit ein Loch von draußen in der Wand. Oder das da? Kein Plan. Okay, wartet.
Hier ist noch ein Megaloch. Gut, und hier kann man auch Lichter machen. Ich fasse es einfach nicht. Sehr geil. So, was haben wir hier noch? Oh, what? 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 Oh je. Okay. Da geht's nach draußen, ne? Machen wir uns gleich wieder dicht. Hier ist ja noch eine Tür. Ja, ist die andere Seite. Hier waren wir noch nicht. Fetch. Gut. Und das hier. Sehr cool. So. Alter, wie viele Türen sind. Was ist denn das für ein Raum hier? Für ein Gebäude. Okay. Noch eine Tür. Okay, und das sind sicherlich die Saatgutsäcke, oder? Repariere alte Ziegel. Ja, das hat ja jetzt nichts mit dem Ding da zu tun. Okay. Scheinen Saatgutsäcke zu sein oder irgend sowas. Genau deswegen wollte ich auch mal gucken, dass wir mal langsam die Saat ins Gewächshaus bringen. Ne, dass da mal was wachsen kann. Okay. Hier bei 1 Million Türen, ne, da weiß man doch überhaupt gar nicht, wo man ist. Okay. Hier geht's rauf. What? Was? Was? Nee, bevor ich das repariere, gehe ich erstmal hier rein. Alter, ernsthaft jetzt? Das ganze Ding ist hier oben im Arsch? Ach du Heiland. Oh ja, klar. Oh, gleich ein neues Fenster reingesetzt. Haben wir gerade mal so durch Zufall in der Kippe gehabt. Okay. Gut, ja, das Dach ist auf. Einfach nur noch Bruch. Ach, da ist ja eine Tür. Ich habe schon Angst gehabt, wir kommen hier nicht mehr raus oder so. Das noch. Und dann machen wir hier die Wand noch. Gut. Das hier noch. Junge, Junge, Junge. Fertig? Ja, ne? Ja, der Oliver, ne? Der hat so gut auf unser Erbe aufgepasst. Das ist unglaublich, was der sich für eine Mühe gegeben hat. Da muss ich ihn schon für loben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Zumal er hat sich auch unglaublich viel Zeit dazu genommen, ne? Weil unser Großvater, der ist, glaube ich, schon gefühlte 1000 Jahre tot, ne? Und in 1000 Jahren kann so ein Gebäude hier gut und gerne mal verfallen. Das ist dann, völlig normal, wenn das in so einem Zustand ist. Das ist einfach so. So, haben wir jetzt alles hier? Bis aufs Dach natürlich, ne? Aber das machen wir dann heute nicht mehr, denn ich würde sagen, für was ich für einen ordentlichen Bauern hält, es ist 10 nach 6, wir gehen ins Bett. Na, und pennen uns erstmal richtig aus. Ich denke, der hat nämlich ganz schön müde Augen um die Augen rum, alles klar. Mach zu. Hast du? Dann, wo war unser Bett? Nee, das Keller? Oder war das Bett oben? Dann gehen wir Haya-Bubu machen. Was meint er? Es ist eine laue Sommernacht. Rehe. Ich habe jetzt erst einen Moment lang gedacht, da würden Pferde auf der Weide stehen. Vielleicht sollte ich mir mal die Brille putzen. Und Daubenhäuschen, okay. Da waren wir eben gerade drin. Ganz ehrlich, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass da lauter Löcher sind, ne? Oder drin waren. Gut, ab dafür. Dann lassen wir mal hier schön das Brett auf. Unten die Haustür ist zu. Uns kann keiner klauen.
Eine Woche lang aus. Ja, natürlich. So. Gut, oh, wir haben Samstag, den 3. August. Ach, August ist ja trotzdem noch Sommer. Spätsommer zwar, aber Sommer. Gut. Ja, ich glaube, wir müssen, auch wenn ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich Bock dazu habe. Was denn mal du machen? Danke. Wir müssen uns einen Mähdrescher besorgen. Beziehungsweise wir müssen den Hänger bei Steve holen. Ne, ich hatte ja gestern in der letzten Folge, hatte ich ja da die Scheune fertig repariert. Ne, nachdem wir ihm sein Gewächshaus repariert hatten. Ne. So. Und. Und den Hänger habe ich ja noch gar nicht geholt. Ankoppeln, jetzt wollen wir mal abkoppeln. Nee, ach, der ist abgekoppelt. Wieso kann ich den jetzt nicht abkoppeln? Oh, Maschine senken. Ach so, jetzt, jetzt, jetzt. Abkoppeln. Der war ab. Alter! Lass den Scheiß. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn Steve gewesen? Das war irgendwo bei der Windmühle. Lydia? Schüchterne Lydia? Bei der Lydia waren wir doch. Das ist doch die mit dem Biobauernhof. Nee, das ist die nicht. Die hieß Sibyl. Die mit dem Biobauernhof. Nee, 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 nee. Jetzt habe ich was verwechselt. Und das? Kaufbare Silos brauche ich nicht. Leute, wo ist denn die Windmühle gewesen? Bushaltestellen. Ich fasse es ja nicht. Eisenbahn. Nee, aber in dem Sinne einfach nur, um Menschen zu treffen, nur zu handeln oder Arbeit zu suchen. Claras Job holt hat deinen eigenen Grubber, um das Feld zu kultivieren. Du findest sie bei deiner Scheune. Ja, nein, ich will aber die Clara noch nicht grubbern. Mann. Steig mal ab. Wo steht denn unsere Karre? Nee, wir sind ja jetzt mit der Karre von ganz woanders reingefahren. Wo ist denn diese Ausfahrt? Da ist diese Ausfahrt. Sondern fahren wir mal aus der Ausfahrt raus. Ich weiß nicht, wo die Windmühle war. So, hier sind wir auch mit der Karre runtergefahren, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß es nicht mehr. Der läuft aber nicht rund. Schawildschwein! Machst du dich von der Straße? Die läuft auf die Straße. Der hört sich nicht gesund an. Leck mich im Ärmel. Alter, da kriege ich die Angst. Hat er sich gestern, nee, vorgestern beim Ackern auch schon so angehört? Ist ja nicht zu fassen.
Aber da oben sind die Silos, da sind wir auch gewesen. Und dann sind wir da über den Berg bei die Kühe. Warum bleibst du stehen? Kommen wir noch an, bevor wir schon wieder zum Ende kommen. Oh, hört der sich ungesund an. Leck mich im Ärmel. Genau, ich bügel jetzt einfach hier so drüber. Ganz ehrlich, da muss ich noch mal Videodurchschau machen. Ne? Der hat sich doch beim letzten Mal nicht so scheiße angehört. Was ist denn passiert? Wildschwein! Geh weg, sonst gibt es Wildbret! Genau, da sind die Kühe. Da sind die Kühe. Da wartet mal. Wir müssen irgendwie nach da und dann von da nach, ja, da drüben und dann hinten links rum und, ja. Ah, da ist, was ist denn das für ein, was ist denn das für ein Zeugs hier? Mach ich das? Alter Schwede, Entschuldigung. Jetzt hab ich... Oh, ich hab das Feld kaputt gemacht. Ich fass es ja nicht. Konnte ich denn ahnen, dass ich da nicht durch darf? Moment mal, wir sind aber da drüben lang gefahren. Kaffeeshop. Bitte, 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 lass jetzt einen Weg darüber gehen, weil wir waren da drüben irgendwo. Und wo ist diese beschissene Windmühle? Für den Fall, dass der eine oder andere dabei ist, der das noch nicht weiß. Ich. Orientierung. Nee. Hier wird's nicht bei mir. Ich habe keine Orientierung. Ich weiß nicht, wo ich zu Hause bin. Ihr könnt mich irgendwo absetzen, aussetzen, wie auch immer. Die Augen zubinden, dreimal im Kreis drehen und ich bin verloren bis in alle Ewigkeit. Das ist einfach so. Wir sind doch hier lang gefahren. Und ich glaube, Steve, dem sein Hof ist da. Nee, dem sein Hof war an der Landstraße. Leute, ich weiß nicht wo. Oh, guck mal, da sind Menschen. Menschen in Plastiklederjacken. Yippie. Oh, die haben auch ein Loch im Dach. Die brauchen bestimmt unsere Hilfe. Ja. Hä? Aha. So macht ihr das also. Da ist die Windmill. Und dann ist Steve auch nicht mehr weit.
Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Es tut mir super furchtbar leid. Ich meine, ich habe mich wieder mal verfranst, wie so oft. Ne? Und verfahren ist meine Leidenschaft. Verlaufen im Übrigen auch. Und das tut mir echt super, super leid. Aber wir kommen nicht mehr gemeinsam zu Steve. Und hier oben haben wir sowieso nichts verloren. Da hinten ist nur diese Bill. Ich wollte gerade sagen, was tickert denn hier so? Und wo sind wir? Hallo? Transport. Neue Mission von Lili von Tomate. Lydia. Jon. Jon. Schon. John. Geh in die Kirche. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und bringt eine Landkarte mit. Ciao.